Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Kickbase-Folge. Wie ihr seht, das hier war mein Team und auch wenn es für mein Team wieder nicht gut lief, die vierte Liga-Niederlage in Folge mit Kevin Behrens, konnte ich trotzdem Erfolge feiern. Und zwar schauen wir erstmal. Letzter Platz wurde Ete. Ja, was soll man sagen? Unlucky Rote. Keinen fitten Gregoritsch. So, vorletzter Platz Salim. Kimmich stark, Bayer stark und Rest. Einfach nicht performt oder gespielt. Die Mannschaft kann eigentlich viel mehr. Und er hat eigentlich wirklich eine stabile Mannschaft. Platz 8 Philipp. Benzebaini, Schlotterbeck, Skiri gut. Elvedi geht so. Adeyemi hat einfach nicht gespielt. Alidu war scheiße. Ja. Crewgamer. Palacios war wirklich extrem gut. Davies stark, Blaswig stark. Bei denen war es gar nichts. Und die haben einfach nicht gespielt. Bei Kilian schicke ich es auch nicht. Der spielt auf einmal die Saison nicht mehr. Justwan ist eigentlich, der sollte öfter spielen. Und Trimmel spielt halt auch gerne mal nicht. Julius. Kavaken, Matcher, Pavlenka, Raum. Und Ito waren stark. Ja, ein paar schwache. Und dann ordnet der Elfmeter verschuldet. Danilo. Reus, Stiller. Also Reus super, Stiller. Vor allem für Rohpunkte extrem stark. Henrichs und Chabot auch. Werner mit seinem Tor mal wieder. Hat sich wenigstens zurück in die Mannschaft geholt. So, dann gehen wir zu Platz 4. Die 1000-Punkte-Marke erreicht und zwar wegen diesem guten Kerl hier, Harry Kane. Alex gewinnt. Harry Kane hat mit Bayern 7-0 gewonnen. Frimpong, Müller und Jeschko waren auch stark und so ein paar stabile. Musiala hat mal wieder nicht gespielt, was ich immer noch nicht verstehe und ja. So, Platz 3 geht dann Grey Lion Union. Ganz knapp drüber. Boniface mit dem Doppelpack. Ulreich war stark. Kampel war stark. Upamecano war stark. Leite war stark. Riasson und Tah auch. Fofana ging so, aber für eine 0-2-Niederlage ist das schon gut. Can, naja. Czerny war kacke. Und Stanisic. Dann entscheidet sich's. Wer hat gewonnen? Und wer ist auf Platz 2? Und der zweite Platz mit 1309 Punkten geht an Till mit 1039 Punkten und einem Serhou Guirassy. Kramaric auch, Kosunou ultrastark, Wirtz ultrastark, Kobel, ja, also Kobel und Wirtz sehr stark, Skoff und Wöber gut, so Rest so ein bisschen mäßig, aber Guirassy war geisteskrank. Und 1378 Punkte. Eine sehr gut in die Breite aufgestellte Mannschaft. Nur bei den Stürmern hat es ein bisschen gehapert. Aber dafür ist Kevin Behrens für mich auch schon um fast 7 Millionen gestiegen. Pascal Stenzel beim 3-1-Sieg mit einer schönen Vorlage. Grimaldo mit einer schönen Vorlage beim letzten Tor. Xhaka, das Rohpunkte-Monster. 807 Punkte in 5 Spielen ohne Torbeteiligung. Tabso, Bar, Karasor, Simakan, Schlager, alles so Rohpunkte-Maschinen, die ich habe. Aber extrem starke Rohpunkte-Maschinen. Also Simakan macht zwar eine Vorlage, Karasor auch öfters mal, aber auch ohne Vorlage machen die geisteskrank viele Punkte. Radetzky war auch, hat mir auch gefallen. So Itakura und Behrens werde ich eventuell auch noch rauspacken. Behrens hat schon 3 Spiele nicht performt. Ich warte vielleicht nochmal das nächste Spiel ab. Aber auf jeden Fall möchte ich eigentlich langsam Itakura loswerden. Jetzt ist der richtige Moment. Ich meine, Itakura hat nur gute Punkte gemacht, wenn er Tore geschossen hat. Und davon hat er jetzt schon 2. Davon wird er nicht noch so viele kriegen. Deswegen den hier übrigens mit über 2 Millionen Gewinn verkauft. Und ja, also das war
wirklich ein starkes Stück. Den zweiten Spieltag in Folge gewonnen und damit sieht die Gesamtwertung jetzt so aus. Till ganz knapp erster 5852. Zweiter bin ich 5654. Also 198 Punkte dahinter. Dann Grey Lion Union 1220 dahinter. Ungefähr 500, nee, 600 Punkte dahinter. 550 ungefähr Julius. 19 Punkte dahinter Alex. 18 Punkte dahinter Danilo. 29, nicht 19. Da doch 19, 19, 19. Dann Salim, 300 dahinter, 400 dahinter, also 350 dahinter, 400 dahinter. Crewgamer, ganz knapp dran, Ete und King ganz unten. Aber mit diesem Spieltag konnte King etwas aufholen. Ja, so interessanter Spieltag auf jeden Fall. Besonders Alex, der sich mal ein bisschen hochgepusht hat. Jetzt auch mit Harry Kane. Der davor keinen so gut, wirklich keine gute Figur gemacht hat, obwohl er letztes Jahr Dritter wurde. So. Dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, bis dann und ciao.